Ein herzliches Willkommen und hallo zu einer weiteren Part Let's Play Tokyo Mirage Sessions. Ich bin es, euer MC Mafix. Unser Ziel ist es gerade hier, mal wieder einigen Mirages zu helfen, die hier unter Problemen leiden, weil wir eine tolle Show hier abziehen wollen. Ja, unser wahres Ziel ist aber natürlich, den dunklen Yashiro hier zu finden und herauszufinden, was hier genau los ist und wieso es überhaupt einen dunklen Yashiro gibt. Wäre eigentlich mal gar nicht mal so unwichtig zu erfahren. Und ja, dafür müssen wir wieder dem einen Mirage helfen. Das war ja schon das letzte Mal im Dungeon, das war beim letzten Mal schon nervig. Und wir machen das ja gerne immer wieder. So, legen wir los, oder? Was haben wir denn hier? Fundus Druid. Genau. Bam! So, ja, davor müssen wir uns aber wieder mit allen lieblichen, netten, kleinen Kreaturen rumschlagen. Unsere Charaktere, habe ich das Gefühl, sind krass unterlevelt und deswegen werden wir im nächsten Bossfight sowas von fertig gemacht. Wenn wir, ey, das erste Mal, als wir gegen Yashiro gekämpft haben, hat er uns fertig gemacht. Okay, das war storytechnisch so, okay. Das zweite Mal, als wir Yashiro bekämpft haben, muss ich ewig lang grinden, damit ich überhaupt die geringste Chance gegen Yashiro und seinen Buddy habe. Nun ist zwar ein Yashiro bei uns in der Party, aber ich weiß, dass das der Schwäche Yashiro ist, Mann. Das ist doch sicher so ein Scheißdeck wieder. Es gibt zwei... Oh, ist er confused, der Geist? Sieht irgendwie so aus, oder? Das ist doch jetzt ganz sicher so ein Müll wie... Hey, es gibt zwei Yashiros. Es gibt einen Guten und einen Bösen. Und der Böse ist der Ultrastarke, weil der Gute seine Kräfte zurückhält. Irgend so ein Müll wird es doch sein. Ich weiß es doch so. Focus Blade. So. Zack. Alter, Mann. Ellie, Mann. Die Attacke, ich liebe diesen Move so sehr. Wie sie da so cool anjumpt, Mann. Das sieht so awesome aus, Mann. Sie und Yashiro greifen am coolsten an. Okay, der Move war jetzt nicht so cool von Yashiro, aber sonst macht sie auch immer coole Attacken. Von Kira mag ich, nein, nicht den Move, wenn sie so hoch springt und dann ihren Move macht. Und Thomas sieht ganz okay aus. Nur zu Base finde ich halt langweilige Attacken. Und die gute Mamori, auch wenn ich sie mag, leider hat auch nicht so spannende Attacken. Machen wir Grand Track. Bam! Und dann beenden wir es nochmal mit einer schönen Nicht-Session. Nein. Doch, Minion, passt schon. Komm. Batsch mal einfach so drauf. Wir müssen uns ja nicht immer 5 Minuten Session anschauen. So, 1980 Erfahrung. Oh, wir haben mit Mamori eigentlich den Skarne schon wieder voll. Da müssen wir ja schon wieder gleich einen neuen ausrüsten, damit wieder schöne neue Skills alle 5 Sekunden aufploppen, die wir alle nie ausrüsten werden. weil ich unmöglich so viele Skillslots haben kann, wie mir das Spiel hier Skills gibt. Und dann schauen wir mal, was sich hier in dem Raum befindet. Hallo? Wer ist da? Müssen wir wieder dieses Lampenspielchen machen? Oh, natürlich müssen wir es. In the room you see a mirage. You helped out before. Hit the one called the AD. Bro, excuse me, bro. You did a fine job at the recording of the Solar Serenade special. You have a great singing voice. Yeah, yeah, bro. I was slamming it. So, for this concert too. Doc, I gotta sing again. The stage is calling me. I'm sorry, but that's probably not gonna happen. Huh, bro? Why are you being like that? I'm telling you, I'm the greatest. I will sing for the concert. What with all the performer being gathered at the Dragonstone, our friends are also getting interested in entertainment. We would love to accompany everyone and ask all your friends to sing, but for this concert we are only permitting artists with performers strong enough for Mr. Yashiro to acknowledge. No expectation, I'm afraid. Brr, what are you doing? Yo, let me go, brr! And I'm checking equipment. Anyone not working on the show really shouldn't touch it. I'll have to ask you to leave. The mirage was sent out of the room. Gar nicht mal so freundlich, mein Freund hier. Hey, good work. Thanks for helping me back there. I'm helping the director right now. Taking care of the equipment. No, no, no. You can't just take it without getting a proper permission from the staff member in charge. Gibst du mir dafür eine Erlaubnis? Okay. Haben wir den Raum jetzt schon gelöst? Vielleicht müssen wir uns einfach reingehen und die Katzen anschauen. Das ist natürlich ein akzeptables Rätsel, Mann. Damit kann ich leben. Was waren... Ach, ich weiß nicht mal die Räume. Ach, das war eh der Lantern Room. Ach, ich sehe schon. Das ist doch alles wieder ein Dreck, Mann. Ich habe schon wieder keinen Bock. Ja, es ist nämlich so, wir müssen jetzt erstmal in die... Ja, genau, ein Savage, Mann. Die ploppt natürlich so auf, Mann. Ja, genau, Mann. Und ich kämpfe jetzt gegen dich. Weißt du, einfach, weil ich dich nicht ausstehen kann, ne?
blöder Savage, Mann. Denkst du, ich laufe ein Savages weg, Mann? Komm her. Oder auch nicht. Wir müssen nämlich wahrscheinlich erst in die Räume, ja, Süden. Und die anderen weiß ich leider nicht mehr. Süden und Norden, glaube ich, war aber... Das andere weiß ich nicht mehr. Und da müssen wir jetzt wahrscheinlich dann erstmal hier sagen, hey, ich brauche das Licht so, dann müssen wir in den anderen Raum gehen und die Lampen holen und dann wieder hier hingehen. Ziemlich, ziemlich, ziemlich unnötig. Aber so sind die Resulten. Ja, genau, der nächste Salzstelle. Oh, da wollte er mich grabbeln. Da wollte er mich hier an sich reißen, der Savage, Mann. Ich meine, ich kann ihn schon besiegen, also wenn das zumindest dieselben Savages wie davor sind. Aber es ist halt echt unnötig, weil ich muss da besonders einen Special Move machen, also der mich zwei hier von den Balken kostet und das ist mir ein bisschen zu viel. Das ist der Lightning Room, okay. Und was habe ich jetzt hier davor? Jetzt bin ich doch da wieder, wo ich angefangen habe, Mann. Ich verstehe nicht so ganz, wo diese Räume sich befinden sollen. Wo ich den Mirages helfen soll. Wir marschieren einfach mal hier die ganze Area ab und dann werden wir schon irgendwas herausfinden. Komm, alle aus der Bahn. Wir kämpfen auch jetzt nicht mehr so viel. Komm. Schauen wir mal nach links. Kann man da nicht einfach runterjumpen? So. Lantern Room. Okay, jetzt... Oder warte, ist das ein anderer Lantern Room? Weil wir waren hier, wir sind doch nicht einmal ums Gebäude gelaufen. Habe ich jetzt mal so das Gefühl. Vielleicht haben wir einfach schon allen Mirages geholfen, die da waren. There are two Mirages in the room. They seem to have started to talk after moving in front of the destroyed poster posted on the wall. Seriously, what's this? I am the true Yashiro crap. The guy gets a little stronger and suddenly everyone's suing over him. But Mr. Yashiro's strength is unparalleled. We couldn't possibly compare ourselves to him. It's probably just cause he happened to be the closest one to that stone when he was guarding it. And all the performer gathering in the stone ended up affecting him. That's the only reason he's so strong, right? And not only mimicking a human but holding a secret concert? He's not thinking about all the stuff who have to work set up for him. Well, before he got all the strength, he wasn't really that different from the rest of us. Oh. I better get going. Excuse me. Good luck getting the props ready. One of the Mirages left the room. Okay, schon was du zu sagen hast. Hey, yo, could you possibly be here to help us out? We're the props team. How are you doing? Look, I know it's a little sudden, but could you get us the light distance from the lantern room? You could, okay. Please bring us back three of them. Okay, dabei leuchtet doch... Ah ne, hier leuchtet nichts. Okay, gut, dann müssen wir also in den Lantern Room und dort uns die Laterne holen. Machen wir, aber ich muss mich ganz kurz entschuldigen. Bis gleich. So, verzeiht die Kunstunterbrechung. Schon sind wir wieder da und nun holen wir die Lampen. Dann müssen wir jetzt erstmal kurz den Weg zurücklatschen. Müssen da wahrscheinlich dann die Lampen uns holen. Drei hat er ja gemeint, müssen wir uns holen und genau drei Lampen waren da. Also, mit etwas Glück. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir hier drei Räume wieder haben, weil der hat ja auch irgendwo so drei Räume gesagt. Ach komm, dich können wir mal bekämpfen. Und wir müssen jetzt wahrscheinlich die drei holen, dort reinsetzen und der andere sagt, oh, ich habe hier drei Lampen und ich muss die unbedingt wegtun. Und die müssen wir dann dort hinsetzen, in den normalen Lampenraum. Das ist ja ein schöner Gegner-Kombi, Mann. So, ich will jetzt aber mal wieder hier eine wunderschöne Improvisationsattacke von der guten Ellie, Mann. Ich hoffe, wie hoch ist die Chance, dass sowas im Bossfight klappt, Mann? Ich glaube, sehr gering, Mann. Weil Ellies und Tsubasas, also Ellie und Tsubasa, dieses, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, dieses Lied zumindest, Catch Me oder sowas heißt es ja. Das ist nämlich der geilste Move eigentlich gegen Standardgegner, weil es halt die Gegner charmen kann, Mann. Und das ist halt, besonders wenn wir gegen, Savages kämpfen, das Nonplusultra. Und es ist zwar nicht der stärkste Move, er macht wirklich ziemlich wenig Schaden, so 200, 300 Schadenspunkte. Aber er ist halt so awesome einfach, weil er... die Gegner gecharmt. Genau wie Ellies Move hier, nicht Arrow of Destiny, der auch ziemlich cool ist, der macht zwar ordentlich Schaden, aber ihr Move da, Dandelion in Love oder wie der auch immer heißt. Also zumindest aus der Serie. Ich weiß nicht mal, wie er heißt. Ich merke mir das nicht. Aber zumindest einfach alles mit Ellie super. Einfach weil Charme. Charme ist das mit Abstand Beste, was man in dem Spiel erreichen kann hier. Für Status-Attribute. Bam. Und dann beendet man es hier mit einem Focus Blade. Wie sieht es eigentlich EP-mäßig noch aus? Ja, die gute Marmor, die hat ein bisschen wenig, aber ansonsten sieht es gut aus. Aber meine lieben Leute, spart euch diese Moves bitte für den nächsten Bossfight. Es ist auch sehr doof, dass wir kein Duo
Artis hier haben mit Mamori. Müssen wir fast noch eine Nebenquest, schnell eine Nebenquest mit dir machen, damit wir die wirklich erfüllen. Und es ist doch, dass wir mit Itsuki kein Duo haben, weil es ist halt einfach nur wichtig, dass unsere Chance immer steigt. Weil umso mehr Duos wir haben, umso höher ist natürlich auch die Chance, dass wir Duos bekommen. Glaube ich mal. Light Attack Session vom Sword Skills. Das hört sich geil an. So, lala, was haben wir hier? Speed Amplify. Alter, Speed plus 5, Mann. Jetzt sind wir schon wieder hier bei der scheiß Ellie, Mann. Wenn Ellie halt so cool ist, Mann. Ich kann ja nicht Sneak Peek wegmachen, dann wird ja den Sinn davon wegmachen. Raises Bow Attacks. Bow Attacks macht sie halt so schön. Lower Chance of being targeted by enemies is wichtig. Increase MP by Subcast. Ach, Raises Hitrun, Mann. Das ist das Einzige, was ich raustun kann. Ich glaube, ich traue einfach Ellie zu, dass sie auch so trifft, Mann. Ich glaube es, Mann. Hey, das ist die Numplus Ultra Sniperin, Mann. Die schafft es schon. Okay, also. Was ist der Bahn, Junge? Hier. Yeah. Itsuki stürmt hier. So. So ist es viel mehr Dungeon Crawler. So ist es ein normales Rollenspiel und so ist es Dungeon Crawler. Nein! Dungeon Crawler sieht man nicht so gut, Mann. Kennt ihr dieses Bild so von Ego-Shootern, dass man so eine Brille auf dem Kopf hat, wo so das, was so dieses Sichtfeld nachspielen soll, was, dass man eben so beispielsweise in Shootern halt nur so 60 oder 70 ein Field of View hat. Und da gibt es diese coole Brille, da so ein Bild davon, so eine Brille, die so, die man eben anhat und dann so seitlich so Kartondinger sind, so dass man halt wirklich nicht nach links und rechts schauen kann. Ziemlich amüsant. Ey, der kann Konter, Mann, der scheiß Gegner, Mann. Solche Gegner sind ätzend, Mann. Haben wir hier Heatwave raus, dann können wir den sicher down bekommen. Na, und jetzt müssen wir hoffen, dass Toma das managt, Mann. Wie hoch ist die Chance, dass Toma das managt? Gering. Nicht so nice Combination, Toma. Kannst du dich nicht einfach irgendwo auf die Ersatzbank stellen und einfach mal kurz nichts tun? So, schöner Punch. Und ich glaube, wenn man einen Gegner besiegt hat, dann geht die Session automatisch weiter, oder? Dann ja, genau. Dann kann sie nicht mehr geblockt werden. Es ist einfach meine Theorie. Ich weiß nicht, ob das ist. Vielleicht ist es auch einfach nur Glück, Mann. Komm. Kera, und jetzt nochmal zum Abschluss. Toma-san. Okay, Toma, das war ein schöner Move. Und dann gibt es hier wieder 1500 Erfahrungspunkte. Ich will zumindest auf 52 mir mit Itsuki halten. So, endlich mal wieder wichtige Sachen. Dancer's Energy. Wieso halten wir eigentlich mit Ellie keine neuen Skills? Null Confused. Ja, jetzt bekommen wir wieder einen Skill. Und wenn ich das nächste Mal wieder confused bin, dann werde ich mich genau in diesem Moment erinnern, wo ich gesagt habe, scheiß auf den Skill, Mann. So, Sida, Healing Expertise. Eigentlich brauche ich Healing Expertise, wirklich sowas von gar nicht, Mann. Ich habe einen Skill, das namens Diran, was mich komplett voll heilt. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht besser voll heilen, als mich voll zu heilen. Kriege da mehr Leben, dass ich irgendwie von 200 Leben, dass ich 200 Leben habe, also maximal habe und 300 habe. Okay, hey, good work. So, ich habe jetzt die Erlaubnis. Ich hab dir erlaubt, das, mein Freund. Okay, dann go ahead. So, also langweil mich nicht, Mann. Alter, das sind Mirages, Mann. Bekämpf sie halt, wenn sie dich langweilen, Mann. Itsuki, Mann, du bist so ein Lappen, Mann. Kotzt mich in jedem Spiel an, Mann, wenn ich mir immer so gegen das. Ich meine, wenn das jetzt irgendwie Menschen wären, die sagen würden, haha, ich lass dich nur durch. Wenn du mir 5 Orbs bringst, des Lichtes, die versteckt sind unter dem Drachenhintern, dann ist das ja irgendwie noch akzeptabel. Aber wenn mir ein Gegner, die Mirages sind halt mal unser Gegner, kommt und sagt, du musst das machen, damit ich dich hier durchlasse, dann würde ich einfach den Mirages einfach töten und dann würde wahrscheinlich das Ding verschwinden. Und wenn es nicht verschwindet, dann würde ich einfach Chrome nehmen, würde da einfach mit dem Raging Blast machen und dann wird wahrscheinlich das ganze Gebäude zusammenfallen. Also, meine Theorie, Mann, aber hey. Nein, Savage, yeah. So, sind wir blöd, natürlich. Ich bin ja super blöd, Mann. Ich weiß, dass ich blöd bin. So. Bam! Okay, Savage Enemy Encounter. Alter, sind ja nochmal... Okay, die sind so stark von uns, Mann. Die sind echt zu stark von uns. Der blockt einfach null Physical, Mann. Was ist denn das für ein Drecksgegner, Mann? Okay. Masio haben wir. Okay, fangen wir an. Wir müssen ja irgendwann anfangen. Ich
Den Kampf werden wir verlieren, Mann. Den werden wir so verlieren, Mann. Das letzte Mal war ich Level 49. Und die waren alle Level 51. Und schaut euch mal jetzt das an, Mann. Verdammt nochmal, Mann. Verdammt einfach nochmal, Mann. Wie übel viel stärker die geworden sind, Mann. Komm, Duart. Scheiße. Ich brauche unbedingt ein Duartes, Mann. Am besten ist mit Ellie, Mann. Bekommt sie jemand den? Alter, sie bekommt nicht mal einen Daumen, Mann. Du bist zwar schlecht, Kira, Mann. Alter. Vier. Okay, damit sind wir eh schon da. Okay, Buffo, dein ist geil. Das ist sehr geil. Super Attacke. Aber jetzt wird schlimm, Mann. Alter, Session, Mann. Boom. Boom. Und wenn der jetzt nochmal sie anlegt. Okay, das ist okay. Das ist okay. So. Alter, das war schlimm, Mann. So. Okay, mit dem Mighty Chop kann ich den angreifen und mit dem Frost Strike kann ich den hier angreifen. So. Dann haben wir einen immer besiegt. Einen, Leute. Bleiben noch drei. Aber das ist schon mal mehr, als wir früher geschafft haben. Früher haben wir nicht mal einen besiegt. So, das sollte. Ist doch deine Schwäche, oder? Was? Von dem sind nicht Pfeile die Schwäche. Tsubasa, du bist so ein Lappen, Mann. Du kannst einfach gar nichts, Mann. So, jetzt müssen wir schauen. Ich müsste eigentlich auf die da hier. Aber der ist. Ja, aber den werden wir eh nicht down bekommen. Mit einer Session bekommen wir den unmöglich down. So, ich habe einen Flame Strike. Und die ganzen Bogenattacken. Okay. Beide haben gleich viel Leben. Geh mal auf den hier. Ich hoffe, der greift dann wieder Mamori mit der Eisattacke an. Ich weiß gar nicht, ob Eis von irgendjemand von uns die Schwäche ist. Alter! Wenn du nicht kämpfen kannst, dann geh halt heim, Tsubasa, Mann. Brauch die nicht, Mann. Das ist doch ein Scheißdreck, Mann. Beendet da meine krasse Session, nur weil sie daneben haut, Mann. Wie lächerlich ist denn das, Mann? Dann muss sie, dann ist sie natürlich auch immer als Drittes dran. Alter, ich tu sie gleich aus. Kann ich sie daheim lassen, Mann? Alter, ich hätte. Ja, super, jetzt habe ich nicht mal einen Daumen bekommen, Mann. Ist das scheiße, Mann. Ich hätte den so schön Daumen bekommen, Mann. Aber nee. Aber nee. So, jetzt bekomme ich jemanden den Daumen, oder? Na, machen wir Sio dahin. Weil dann ist er sicher da und dann kann die andere Session komplett auf einen anderen Gegner gehen. Okay. So, und jetzt komm, legt's alle los, Mann. Wen geht ihr? Okay, auf den Reiter. Das ist akzeptabel. Es ist nicht gut, aber es ist akzeptabel. So, bam. Tsubasa, Zauber in deinem blöden Session. Ich ärgere mich gerade, dass alles, dass wir ja physische Attacken beigebracht haben, Mann. Das bringt eh nichts, Mann. So, okay, das ist super gelaufen. So, dann hauen wir den. Ach, das geht auf den. Ich hab doch hier Session, die auf den gehen, oder? Air Rain, genau. Na, machen wir den Grand Rock, Mann. So, ich will nur den Daumen bekommen. Das würde mir doch vollkommen reichen. Komm, 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 komm. Sessions, bitte Duart, Duart. Scheiße, ist mal wieder kein Duart, Mann. Und wie immer, wer macht nicht mit? Mamori macht nicht bei der Session mit. Mamori, was ist denn mit dir los, Mann? So, aber den sollten die Daumen bekommen. Jetzt kommt nochmal Yashiro. Ja, genau, danke, Yashiro, Mann. Und hier, da kommen wir Endes. Danke. Was? Der lebt noch. Mit einem Leben. Alter, Mamori, du kämpfst dich da hart durch, Mann. Du kämpfst dich da echt hart durch, Mann, Mädel. Ich hab's aber selbst auch nicht ans SP-Move geschafft, Mann. Da bin ich schon ein bisschen stolz auf mich. Normalerweise mache ich immer Raging Blast, weil Raging Blast hat die Fähigkeit, dass alle Schwächen von einem Gegner ignoriert werden. Das ist ultra krass, Mann. So. Und jetzt kommt nochmal super. Na, Kira ist immer außer. So. Gut, dann schauen wir mal. Ich müsste jetzt mal langsam Daumen bekommen. Okay, danach habe ich aber eh nochmal Ellie und Ellie macht dann den Platz auch. Hier reinkommen. Bam! So, wir könnten es schaffen. Ohne, dass ein Charakter uns wegstirbt. Genau. Yashiro puncht jetzt nämlich. In der Session können wir es sogar schaffen. Wenn nicht, dann beendet es Ellie. Ja, super. Toma! Und jetzt nochmal zu Pass. Okay. Zwar harter Kampf wieder. Und dafür gibt es geil viel Erfahrung, Mann. Ich weiß nicht. Ich habe jetzt sogar, glaube ich, das Gefühl, mehr Erfahrung bekommen, als ich durch normale Kämpfe bekomme. So, Dead Eyes Energy. So, Stage 1 Glowtan. Seht ihr? Lächelt Yashiro oder? Nein, ich glaube, er lächelt nicht. Ich glaube, das ist ein ganz normales Gesicht. So, Concentrate plus 1. Und schon wieder Waffe gemastert. Juhu. Oh, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Das war echt stark. So, Gaswerk. Medium Attack. Ah, aber Medium. Medium Wind Attack. Na. Komm, wenn es so langsam Medium Attack ist. Obwohl.
Ich schaue gerade, ob Yashiro welcher Wind ist, sonst hätte ich jetzt das sicher mitgenommen. Na, ich lasse das jetzt mal drin. Wartet mal. Was ist Tadakue? Raise the Party Offense, komm mal weg, Mann. Ist mir wurscht, Mann. Ich benutze dieses Skill. Ich komme halt einfach nicht. Also im Normalfall im Bossfight bin ich eigentlich nur am Heilen oder am Angreifen, Mann. Einmal einen Punch raushauen und dann erstmal 5 Minuten heilen. So. Mediarama. Okay. Harter Kampf. Aber wir haben jetzt mehr als 4 Millionen Yen. Ich glaube, so viel Geld hatten wir noch nie. Und dann laufen wir wieder hier zu meinem anderen Lanternenfreund wieder zurück, Mann. Oh, Leute, Mann. Diese Savages, aber sie geben auch echt Erfahrung. Weil ich weiß immer noch nicht, wie das mit der Erfahrung hier ist in dem Spiel. Bei uns bekommen wir irgendwie, die Erfahrung wird immer gesplittet unterhalb der Charaktere. Und Itsuki bekommt immer am wenigsten, weil er das höchste Level hat. Ist jetzt meine Theorie. Aber, ihr habt gerade gesehen, der hat gerade hier volle 2000 Erfahrungspunkte bekommen. Das ist so geil, Mann. Wir dürfen eigentlich nur gegen Savages noch kämpfen, Mann. Genau, Mann. Das macht ja so viel Spaß. So, okay. Hier, ich habe deine blöden Laternen, Mann. Okay. Few Light Senses. Okay, sehr schön. Dann haben wir den ersten Raum abgeschlossen. Bleiben noch zwei weitere. Ach, Leute, Mann, dieser Dungeon. Aber es ist ein schöner Dungeon. Ich verzeihe das dem, dass der ein bisschen nervig ist. Aber nicht annähernd so nervig wie das mit diesem blöden Kleider, Mann. Das ist ja nur Herumgelauferei. Es ist ja nicht irgendwie schwer oder anspruchsvoll. Es ist ja nur dahin laufen, dann dahin laufen. Jetzt gehen wir aber die Räume aus. Und wir haben die Karte eigentlich fast vollkommen aufgedeckt. So, das ist der Lantern Room. War das genau hinter der Ecke, gell? Zack. Ihr seid schon echt mies, Mann, meine Mirage-Freunde hier. Ja gut, dann gehen wir rein, weil da hinten haben wir noch einen Aufgang noch nicht abgesucht. Gehen wir hier wieder das südliche Tor. Reicht's nicht, wenn wir einem geholfen haben. Das reicht doch fürs erste, Mann. Damit wir mal kurz so Looky-Looky machen können. Nur mal kurz reinschauen. Hey Leute, Mann. Die lassen mich einfach nicht in Ruhe, die Savages, Mann. Die lassen mich einfach nicht in Ruhe, Mann. Alter, schon wieder die gleiche Kombi, okay. Und wir haben nur einen Zug. Was habe ich hier für geile Attacken? Steez EP MP in Causes Charm. Aber das geht halt echt nur auf einen, oder? From an enemy, das ist schlecht. Mass Destruction. Chance of Fatal Damage. Oh, und schlecht, dass wir den Skill eigentlich nicht dann verbessert haben. Oh. Scheiße, ich hätte so gehofft, dass sie jetzt hier einen Special Move raushaut. Und wieder kein Duo Artis, Mann. Da werden wir jetzt sterben, Mann. Das könnte jetzt sehr übel werden. Wir haben nicht mal. Und wenn Tsubasa ist. Wenn Tsubasa kämpft, Mann, dann können wir eh gleich aufgeben, Mann. Ja, genau. Okay. Ich hoffe. Fairness. Fairness. Ja, wir sind eigentlich eh down, aber egal, machen wir Raging Blast. Die Attacke sieht so cool einfach aus. Und es ist eine so großartige Attacke, Mann. Ich würde immer einen gerne Daumen bekommen. Hätte Tsubasa auch vorher nicht, weil sie doof einfach ist, Mann, mal wieder daneben gehauen. Dann wäre das auch gegangen. Aber hey. Aber hey. Was soll man sich ärgern darüber? So. Könnte man schaffen. Mamori greift zwar nicht mit an, aber Yashiro und Itsuki. Genau. Genau, sehr geil, okay. Immer das nervige Pferd, weil das Pferd, das hat die Schwäche von uns beiden. Die anderen, die können ja nur normale Attacken auf uns bauen, was zwar trotzdem sehr wehtun wird, besonders bei Ellie, aber das ist akzeptabel. Genau, so stelle ich mir das vor. Okay. Ich müsste eigentlich noch einen Daumen bekommen, bevor ich sie wiederbelebe. Oder sollen wir sie versuchen wiederzubeleben? Revival Beat. Bitte greift sie nicht an, Mann. Alter, ihr scheiß Drecksgegner, Mann. Seid ihr alle wieder lustig. Ja, genau, Mann! Alter! Es ist so langweilig einfach, Mann. Wenn diese Drecksgegner einfach so präzise immer auf die angreifen, die sie wirklich angreifen können, Mann. So Penner, Mann. Verreckt's einfach, Mann.
Super, super, super. Bringt mir natürlich krass viel, wenn der einzige Charakter ist, der richtig schön Damage macht, schon wieder down ist. So, Charm cannot move. So, ich werde es jetzt... Aber, na, warte, warte. Wenn ich es jetzt wieder belebe, das sollte sie jetzt überleben, Mann. Das sollte sie jetzt überleben, weil jetzt kommt nur eine gegnerische Session, bevor wir wieder dran sind. So, okay, der greift eh mich an. Das ist natürlich noch viel besser. Jetzt bin ich aber fast tot. Okay, eigentlich gar nicht mal so gut. So, Thunderstrike. Ich muss jetzt mal hier einen Down bekommen, Mann, von diesem Penner, Mann. Ich gehe mir gerade richtig auf den Senkel. So, Mamori, du hast doch die Fähigkeit auszuweichen. Obwohl, na, ich will eigentlich nicht, dass du blockst, sonst starten die Gegner Session. Das ist noch viel schlimmer, Mann. So, komm. Wenn wir die auch nicht down bekommen, Mann. So, wir haben ihm bisher mehr als die Hälfte des Lebens abgezogen. Einer ist gecharmt. Es besteht die Chance, dass wir ihn down bekommen. Wenn alles super gut läuft, haben wir die Chance. Komm, bitte eine Duart. Alter, wir bekommen keine Duarts mehr. Tsubasa, wenn du jetzt daneben haust, Mann, dann schmeiß ich das Regame-Pad an die Wand. So. Ich hatte das jetzt erst gewiped, Mann. Weil das hätte mich jetzt so aufgeregt, Mann. Das hätten wir meinen schönen Kampf auf 1000 ganz sicher kaputt gemacht, Mann. Auf 100%. Okay, der ist scharf, der macht eh nichts. Ja! Ich tue kein Item, Mann. Okay, aber das ist wurscht. Es kann ja nur einer angreifen. So. Okay, ich bin ziemlich verwundet. Aber das ist mir auch wurscht. Ich gehe jetzt erstmal auf den und hoffe, ich besiege den. Bevor der andere wieder hier wieder sich erholt. Deswegen ist einfach Ellie so verdammt wichtig, weil sie Gegner charmen kann. Es wäre so geil, wenn das bei Bossfights auch funktionieren würde, aber Bosse sind natürlich immun gegen solche lustigen Fähigkeiten. So. Okay. Tsubasa, ja, das ist mir scheißegal. Der letzte Punch, der war jetzt immer wichtig. Okay. Dann machen wir den sicher fertig hier mit dem Thunderstrike und dann alles auf den anderen noch. Bam! Das hat uns jetzt 3 Punkte. Oh, danke. Er ist so awesome, der Move, und er hat uns voll geheilt. Und es geht gleich weiter mit der Session, Mann. Es ist so awesome, Mann. Ich hatte einmal, das habe ich erzählt, eine Session, dann ein Duart, dann eine Session, ne? Und dann hatte ich nochmal ein Duart, Mann. Das war der krasseste Moment überhaupt, Mann. Deswegen habe ich zu Basis eigentlich nur in der Party, damit sie hier die Duarts machen kann. Weil sie hat davon, sie hat die einzigen, oder? Na, aber die meisten, so. Boah, 2000 Erfahrungspunkte. Savages lohnen sich einfach 52, Mann. Und dann hier kommen Protector Power, alles mögliche, Mann. Oh. Life Aid, Various Light Restores HP after winning Combat lohnt sich sowas von gar nicht, Mann. Das ist echt ein unnützer Skill, Mann. Das würde sich lohnen, wenn MP dadurch geheilt werden, aber Leben Amarita. Cures all status elements from the party. Oh, wichtiger Skill, wichtiger Skill. Verlieren wir Sexy Dance, Mann, oder? Ich hätte ihn zwar gerne einmal gesehen, aber das ist endlich mal ein geiler Skill. Auf den Skill warte ich eigentlich schon das ganze Spiel her. So, Lance Expertise, das hast du ja eh wahrscheinlich. Okay, genau, Kane, Mann, leg los. Und dann beenden wir den Part. Wir sind zwar jetzt nicht allzu viel weitergekommen, aber wir haben 2 Savages mal wieder besiegt. Das ist immer ein Erfolg. Itsuki ist ein Level aufgestiegen und das ist doch eigentlich eh das Wichtigste. Nun beenden wir den Part und beim nächsten Mal geht's weiter hier mit Tokumi Assassins. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao!